Du und deine Kumpels, ihr kommt jetzt mit mir. Klar doch. Wir sind ja noch nicht völlig im Arsch. Okay. Ich bring dich weg. Gut. Da haben wir jetzt eine ganze Gang hier am Hals. Ne? 5 Stück auf einmal. Okay, kommt Leute. So weit ist es ja nicht, zum Glück. Auf nach Lago. Ach, bloß der eine, die anderen gehen von sich aus. Das ist ja auch super. Gut, mal gucken, wer eher da ist. Sind wir auf dem richtigen Weg? Nein, wir müssen sogar noch ein Stück weiter nach Norden. Ich weiß nicht, wo die jetzt hinlaufen wollten. Die sind ja irgendwie nach Süden gestapft gerade. Das war irgendwie nicht ganz die richtige Richtung. Okay, bist du dabei? Ja. Man muss immer mal ein bisschen gucken hier mit den NPCs. Die sind manchmal ein bisschen unwillig. Okay, wieder hier am Rand lang. Wehe, du kommst auf die Idee, dich mit denen anzulegen. Dabei? Ja. Komm schon, mein kleiner ausgezehrter Freund. Los. Ich habe manchmal das Gefühl, ich werde schon wie Lester. Ich nenne jeden meinen Freund. Kommst du? Hallo? Nein. Das meinte ich gerade. Verdammter NPC, komm endlich mit. Hey! Warte hier. Sicher. Ich bring dich weg. Gut. Kommst du jetzt vielleicht mit? Hallo? Och nee, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, ich hasse euch. Jetzt komm halt da runter, du Pfosten. Los, du bist die längste Zeit mein Freund gewesen. Da sind noch mehr von den Biestern. Kommt, ich helfe euch. Wem hast du es gezeigt? Ja, ihr kriegt's ja nicht alleine hin. Ja, musst du dir wieder den aussuchen, der am weitesten weg ist, ne? Ist klar. So, und noch den hier. Und den letzten. Bevor sie von den Schakalen gefressen werden. Wunderbar. Ach, da ist noch einer. Ach, macht selber. Ich kann euch nicht bei allem helfen. So, einer ist auch schon gestorben, sehe ich gerade. Tja, Künstlerpech. Schafft ihr es noch? Dann helfe ich halt mal. Nee, euch auch nicht, wenn ihr hier sterbt. Mal ganz ehrlich. Euch wird auch keiner vermissen. Nein, von dir will ich gar nichts. Ach, der... Du wirst schon sehen, was du davon hast. Oh, den habe ich umgenietet. Gut zu wissen. Hab mich schon gewundert, wieso die so schnell sterben. Denn normalerweise, wenn zwei NPCs gegeneinander kämpfen, dann dauert das immer ewig. Okay. Es gibt einfach so viele von den. Ich bring die Viecher mal alle um. Einfach damit die Sklaven auch durchkommen hier. Die scheinen es ja nicht zu lernen. Die müssen ja unbedingt auf alles losgehen, was sich irgendwie bewegt, was irgendwie Puls hat. Ja! Ah! Verzeihung. Ja, ja, ist ja gut. Könntest du mal? Ein Mistvieh weniger. Ja, danke. So, jetzt noch den hier. Einmal fett in den Arsch gehackt. Genau. So, und jetzt lauf aber, du alter, müder Sklavenhund. So. Schakal, ausnehmen. Wunderbar. Weiter. So, wo sind wir? Lago ist nicht mehr fern. Wir halten uns mal so ungefähr. Da taucht's auch schon auf in den Sandstürmen. Apropos Sandsturm, habe ich schon mal erzählt, wie Maris von der Wüste, von der Mutter Wüste erwählt wurde. Ich glaube, ich habe das mit dem Erwählen noch gar nicht erwähnt. Und zwar ist es so, bei den Nomaden, die können zwar innerhalb ihrer Sippen da halt aufsteigen in den Rängen, aber den obersten Rang, den des Hüters der Wüste, das ist sozusagen der Rang, der einen als wahren Sohn der Mutter Wüste auszeichnet, den kann man nur erlangen, wenn man von ihr erwählt wurde. Ich erzähle gleich weiter, ich gebe erstmal den Sklaven ab. Ne, Dude? Hier, wir sind da. Na toll. Wir sind da. Komm mit rein. Bis wohin willst du denn? Wir sind da. Na toll. Schon wieder hacken. Los, fangt an zu arbeiten. Ist ja schon gut. Wir werden arbeiten.
Das werdet ihr. Ich werde die nicht freilassen hier. Nein, nein, nein. Okay, haben wir das erledigt. Wir sagen noch kurz Fabio Bescheid und dann erzähle ich mal weiter. Um Hüter der Wüste zu werden, in diesen obersten Rang zu kommen, musste man mehrere Bedingungen erfüllen. Und zwar musste man als allererste Bedingung von der Wüste selbst erwählt werden. Diese Erwählung musste durch irgendein Ereignis geschehen. Bei Maris war das der Fall, als er zusammen mit seinem Kamelbullen Petu durch die Wüste aufbrach und von Räubern angegriffen wurde. Er musste sich gegen 5 Räuber erwehren. Was läuft hier? Was? Wovon redest du? Du hast die Sklaven in den Stollen gebracht? Ja. Ja, Sancho will sein Gold haben. Mann, der Stollen ist doch unbewacht. Da muss doch jemand aufpassen. Hier muss man sich auch wirklich um jeden Scheiß selber kümmern. Bin ich der verfickte Chef hier in Lago? Nee, mach's selber. Und zwar Maris musste sich gegen 5 Räuber erwehren und hat zwar gut durchgehalten, weil er halt ausgenutzt hat, dass die sich ein bisschen blöd angestellt haben, hatte aber am Ende keine Chance. Sein treuer Kamelbulle hat ihn im Kampf unterstützt, und zwar indem er einen umgerannt hat und wurde dabei dooferweise von der Klinge tödlich verletzt. Und Maris hatte dann keine Chance gehabt, und dann kam die Mutter ihm zu Hilfe und rief einen Sandsturm herbei. Maris hat sich unter einer Decke, die er immer dabei hat, eine grobe Decke, hat er sich verkrochen und ein bisschen in den Sand eingegraben. Und die Kerle sind vom Sandsturm erfasst worden und ihnen wurde das Fleisch von den Knochen geraspelt durch diesen Sturm. Ja, ja. So, dann waren die tot und das war die Erwählung sozusagen. Der Kamelbulle starb leider, aber zum Ausgleich dafür wurde Maris halt erwählt. Und anschließend, um weiter Hüter zu werden, so wir haben das Gespräch ja durchgeführt, wir können ja zurück nach Praga, ne? Um weiter dann voranzukommen und Hüter zu werden, musste Maris dann Prüfungen erfüllen. Und zwar musste er dafür zu jeder Sippe in ganz Varant gehen, zu jeder Nomadensippe und irgendeine Aufgabe erfüllen. Für Shakior war das zum Beispiel, dieses Band des Tiergefährten aufzubauen und ja... Das hat er dann auch überall gemacht und Maris war deshalb der aussichtsreichste Kandidat für den obersten Posten hier, für den obersten Nomaden, weil er der erste wirkliche Hüter war. Die in den Rängen der Hüter sind, die anderen, die sind nicht von der Wüste erwählt worden, sondern die haben nur die Prüfungen überstanden. So, Sancho. Hast du die Sklaven weggebracht? Durchaus. Ja, sie sind in Lago. Gut, hoffentlich ist dort überhaupt noch Gold zu holen. Hier ist dein Lohn. Danke, danke. Hast du noch was für mich zu tun? Nein, du hast mir sehr geholfen. Ich denke, du kannst es in der Wüste noch weit bringen. Nun, mit deiner Hilfe bestimmt. Verstehe. Gut. Mein Einfluss reicht zwar nicht bis Ishtar, aber ich kann dir trotzdem helfen. Der Magier Sigmor aus Vakaresh schuldet mir noch was. Ich gebe dir diesen Brief für ihn mit. Vielleicht hilft dir das weiter. Viel Glück damit! Yay, ein Empfehlungsschreiben von Sancho, das ist doch was. So, ich glaube, wir haben nicht genug Ruf, um das hier um hier fertig zu sein. Gucken wir mal. Was haben wir denn in Bennerei? 65 Ruf, na super. Wir bräuchten 10 mehr, vielleicht haben wir noch irgendwelche... Das, ja, Kopfgeld, na toll, wir müssen irgendwelche Nomaden umbringen, wir müssen Huri töten, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Wir haben ansonsten hier keine Quests mehr, dooferweise. Störe mich nicht. Das ist irgendwie schlecht. Mach hier keinen... Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. So, haben wir noch irgendjemanden, bei dem wir was machen können? Nein. Auch bei Vasco nicht mehr. Nun gut. Wie sollte es auch anders sein? Dann schauen wir mal hier weiter. Ich habe zu Lago noch etwas zu erzählen, fällt mir gerade ein. Und zwar, wie die Lage in Lago aussieht im Rollenspiel. So, hier noch was? Nein. Auch Eusebio hat nichts mehr für uns. Nun denn. Dann latschen wir wieder rüber nach Lago und quatschen nochmal mit Shakior, würde ich sagen. Mach hier keinen Ärger. Klar. Ja, ja, kleiner Schmiede-Assassine. Gut, müssen wir nochmal den Weg antreten. Tut mir leid. Okay, über Lago im Rollenspiel bei uns. Lago war natürlich am Anfang in der Hand der Assassinen, aber es ist ja bloß ein kleines Dorf, das ziemlich unbewacht ist und einfach zu erobern. Und Lago hat halt einen sehr fruchtbaren Boden und hat noch Minen dazu, also es ist ertragreich und schlecht bewacht.
Deshalb haben die Nomaden einen Angriff darauf gestartet, ziemlich bald, nachdem man aus der Gothic 2 Welt von Corinus runter in die Gothic 3 Welt umgezogen ist, hat man da einen Angriff drauf gestartet. Und zwar war es so, dass die Nomaden damals zusammen mit den Piraten aus der Gothic 2 Welt zusammengearbeitet haben. Die Piraten sind von der Seeseite gekommen mit ihrem Schiff und die Nomaden von Land her. Und also mal so grob zusammengefasst jetzt. Und man hat dann halt das Dorf erobert. Dooferweise war man halt nicht stark genug truppenmäßig, um das zu halten. Deswegen kamen dann irgendwann, die Assassinen hatten es halt verloren, ne? Und die haben dann den Orks Bescheid gesagt. Und dann kam ein Ork-Regiment, eine ganze Armee schon fast, und hat dann mal fett aufgeräumt hier. Mit einem Kriegsmammut zusammen sind die hier einmarschiert und haben dann die ganze Stadt geplättet und haben das dann übernommen. Und ab diesem Zeitpunkt hatten die Orks einen Brückenkopf nach Varant geschlagen und hatten eine Station hier aufgebaut, eine Garnison in Lago. Und das war halt die Möglichkeit, dann auch mal mit den Orks zu interagieren, weil die, die in Lago waren, so ein bisschen abgeschnitten vom restlichen myrtanischen Heer, die waren liberal genug eingestellt, um auch mal mit den Morras zu reden. Und die haben sogar Handel mit dem Wüstenvolk dann betrieben, in gewissem Maße, weil sich da ein Wassermagier für eingesetzt hatte. Und mit denen konnte man dann ganz gut was machen, also das war ganz witzig gewesen. So, jetzt aber nochmal zur Shakior. In Lago ist noch ein Gefangener. Noch ein Gefangener? Ich dachte, wir hätten alle befreit. Dieser Gefangene ist in einer Hütte eingesperrt. Weißt du, wer es ist? Der Gefangene ist Vatras, einer der Wassermagier. Vatras ist ein weiser Mann. Wir werden ihn befreien. Oh ja, das werden wir. Hast du sowas wie einen Plan? Wir folgen dem Ruf des Löwen. Was genau heißt das? Wir gehen hinunter und greifen sie an. Das ist mein Plan. Hört sich einfach an. Ja, das ist das Gute an dem Plan. Er ist einfach. Er wird funktionieren. Ein Spitzenplan, wie er das so sagt. Wir folgen dem Ruf des Löwen, heißt im Prinzip volles Pfund aufs Maul. Okay, wir können von ihm... Oh, wir können von ihm... Bring mir was über die Jagd bei. Über die Jagd lernen. Das Doofe ist, ich will jetzt nicht nochmal zu Navaras zurück. Aber... Ach Mist, wir können auch kein Jagdgeschick bei ihm lernen. Wir können bloß irgendwelche Sachen bei ihm lernen, hier mit Totschießen und so. Das will ich ja nicht. Wieso eigentlich Bogen? Shakior hat keinen Bogen. Was ist denn das für ein Mist? Okay. Ich will lernen, die Hitze zu ertragen. Ist auch interessant. Mache ich aber mal nicht. Ich will die Punkte behalten. Können wir später vielleicht nochmal irgendwann machen. Wir werden nochmal zu Shakior zurückkehren. So. Lassen wir das also erstmal offen. Ich will jetzt auch noch nicht irgendwelche Städte erobern. Wir gucken nochmal kurz für Lago. Was haben wir denn da? Ja, Kopfgeldjagd, Shakior, der Wüstenlöwe ist klar. Sibos flauschige Träume, okay. Und ansonsten haben wir jetzt hier aber auch... Achso, ich muss vielleicht mal was anderes anziehen wieder. Ansonsten haben wir jetzt hier aber auch erstmal nichts mehr, so wie mir scheint. Das heißt, ich weiß gerade nicht, wie wir es schaffen sollen, hier auf genug Rufpunkte zu kommen. Können wir was für Marmuk machen? Verflucht, was willst du? Nein. Verflucht, was willst du? Ach, sei doch ruhig da unten. Okay, noch irgendwas mit Fabio. Nein. Okay, gibt's hier drinnen irgendwas? Wein, Wein, Bett, Truhe? Nein. Wir könnten Fabio auch aufs Maul hauen und dem den Schlüssel klauen, aber ich glaube, dann wird es automatisch als Angriff auf die ganze Siedlung wahrgenommen. Geh weg. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Schade. Ich finde aber gut, dass wir verschiedene Antwortmöglichkeiten eingesetzt haben. Vatras ist auch die ganze Zeit nur am Pennen hier, der faule Sack. So, hier gibt's auch nichts mehr. Schade. Aber wir haben doch erst 60 Rufpunkte. Wo kommt denn der Rest dann her? Das kann doch nicht alles mit Sibur Narad sein. Bei dem ist auch nichts mehr. Mist. Okay, dann bleibt's halt erstmal dabei. Gut. Auf gen Süden, meine Freunde. Auf gen Süden. Lauf. Jetzt sind sie auch so schlau und stellen immerhin zwei Assassinenwachen ab. Das ist ja spitze. Ich glaube, die würde Shakior noch alleine... Ich glaube... Die würde Shakio noch alleine tot kriegen, die Assassinen machen. Drinnen ist glaube ich auch nichts mehr, wir können auch mal den Ausgezehrten fragen, wenn wir ihn denn finden. Na, findet ihr denn genug hier drin? Ist noch nichts geklaut worden, nein, nein. Ein hartes Stück Fels ist das. Ja.
Immerhin, er beschäftigt sich mit seiner Arbeit und jammert nicht herum. So, auf gen Süden. Und dabei, ich muss mal kurz gucken. Ja, wir gehen mal... Moment, ich muss mal kurz genauer auf die Karte gucken. Hier müsste die Palme sein, zu der will ich hin. Wir gehen mal so in diese Richtung hier.